Ganz im Zeichen des Fußballs standen am 1. Juli die verschiedensten Vereine bei der Gemeindemeisterschaft 2000 am Kötscherhaar Sportplatz. 23 Vereine von der Gendarmerie angefangen, über den Schachverein bis hin zum Beißelteam waren zum Sportplatz gekommen, um am Turnier teilzunehmen. In 4 Gruppen wurde gespielt, Spieldauer 14 Minuten. Nach den Vorrundenausscheidungen ging es im K.O.-System weiter bis zum Finale. Für das Turnier stellten die Vereine starke Mannschaften zusammen. Das Team Holzturner holte sich sogar Verstärkung aus Italien. Ja, uns geht's sehr gut, danke. Ja, beim Spielen. Okay, eine Hobbymannschaft, der kann es nicht besser gehen. Drei Legionäre haben wir aus Italien geholt, damit wir ein bisschen vorne dabei sind, aber die Gegner sind einfach zu stark für uns. Aber wir werden uns zusammenreißen, wenn wir das letzte Spiel zumindest noch ehrenhaft über die Bühne bringen. Was sind die Resultate bis jetzt? 1-0, 1-1, 3-0 verloren und 2-0 gewonnen. Also wir sind schon dabei, aber nicht ganz vorne halt. Unter den 23 angetretenen Mannschaften war auch ein Team der Faschingsgilde Kömau anzutreffen. Der Vorjahresletzte in den roten Dressen hat sich für heuer eine bessere Platzierung vorgenommen. Absolut zufrieden. Dabei sein ist alles. Ja, du sagst, das ist wirklich so. Wir sind ja Faschingsleute und keine Fußballprofi. Vielleicht werden wir nicht wieder Letzter wie vorher gesagt, vielleicht Vorletzter. Das war schon eine Steigerung. Aber das größte Erlebnis haben wir gehabt, wenn wir die Vorjahressieger, gegen die haben wir unentschieden gespielt. Das war schon etwas Besonderes. Der Wunsch der Präsidentin wird sogar noch übertroffen. Die Faschingsgilde wird nicht nur Vorletzter, sondern sogar Vorvorletzter und landet damit auf dem 20. Platz. Im Tor der Faschingsgilde steht Christian Kogler mit seiner Eishockey-Ausrüstung. Gut. Ja, da zähle ich jetzt gar nicht nach. Aber macht nichts. Barnibel kalt, nein, so ist nicht. Für die Faschingskille. Natürlich. Ha? Eine lustige Saison oder so, nicht? Ich spiele einmal im Jahr Fußball und das ist noch ein Turnier. Aber ausgerüstet ist gut. Ja, ich höre sonst nichts. Und extra was kaufen für einmal im Jahr tue ich auch nicht. Also, nimm halt die Sachen, was ich habe und das ist von Eishockey. Fanclub Radl Wolf nennt sich ein von Erwin Kogler zusammengestelltes Team für den Radsportler Wolfgang Dabernik. Das Team spielt hier gegen die Mannschaft der Firma Eco. Wolfgang Dabernik verfolgt hinter der Seitenautlinie den Spielverlauf. Hopp auf, kurz! Gehen wir! Ja! Ja, bis jetzt sind wir sehr zufrieden, weil sie spielen ja super und so wie es ausschaut, kommen wir in die nächste Runde. Wir haben die besten Leute aus dem Geltal da und da wird nichts schief gehen. Das folgende Spiel zwischen Eco und Gemeinde verläuft von Beginn an sehr knapp. Die Gemeinde geht mit 1-0 in Führung, die Eco gleicht aus. Der Konter der Gemeinde, Hartlieb zu Patterer. Dieser spielt den Ball zurück ins Mittelfeld. Schuss, der Ball geht an die Stange. Aber dann sorgt Walter Hartlieb für die erneute Führung, 2-1. Umgehend erfolgt der Konter der Eco, ein schöner Heber und der Ball ist im Tor, keine Chance für den Tormann, 2-2. Aber die Gemeinde gibt nicht auf. Neuer Angriff über die linke Seite. Der Ball geht zu Herbert Schmidt. Er spielt ihn ab zu Joshi Patterer. Gibt ihn wieder zurück zu Schmidt. Pass zu Hartlieb, aber dieser verspielt den Ball im Mittelfeld. Dann aber gleich die nächste Chance. Hartlieb zu Patterer am Tormann vorbei. Ein Zuspiel zu Walter Hartlieb und leichtes Spiel für den Bürgermeister. Der Ball ist im Tor 3-2. Doch die Eco steckt nicht zurück. Versucht es hier noch einmal mit einem Konter, aber die Chance wird vergeben. Schmidt Herbert setzt im Gegenzug noch eins drauf, trifft hier zum 4-2 für die Gemeinde. Die Eco kann zwar noch den Anschlusstreffer zum 4-3 landen, aber die Gemeinde gewinnt dieses Spiel.
Letzte Aktion in diesem Spiel, noch einmal ein Angriff der Gemeinde Yoshi Batara, kommt aber nicht mehr zum Schuss, das Spiel endet 4:3 für die Gemeinde. Ja, der Gemeindemannschaft geht es super, nicht? Wir haben auch jetzt das Spiel gewonnen bis jetzt. Voriges Jahr sind wir fast bis ins Finale gekommen und heute schaut es nicht so schlecht aus, dass wir einen Einzug schaffen. Nicht? Haben wir eine Bombe aufgebaut, nicht? Der Bürgermeister spielt mit, der Batara, der Martin, Oberösterreich, voll den Tor. Fast ein bisschen Favoriten, heimliche. Körperlicher Zustand ist momentan nicht so gut. Also wir haben jetzt schon 4 Spiele gespielt mit der Gemeindemannschaft und natürlich kommen jetzt schon langsam die Verkrampfungen in die Unterschenkel. Aber so wie es ausschaut, sind wir ganz gut im Rennen und das wird eine Weile dauern. Also ich bin gespannt, wie wir das Ganze überhaupt überstehen werden. Welchen Platz habt ihr euch ausgerechnet? Darf ich sagen, oder? Sieger! Bürgermeister Walter Hartlieb gibt sich da schon diplomatischer. Ja, wir sind natürlich bescheiden und sagen wir, soweit wir kommen, kommen wir eben. Aber es ist momentan ganz gut von den Resultaten her und wir haben gute Chancen, Erster in der Gruppe zu werden und dann eben ins K.O.-System einzusteigen. Nicht? Aber dann ist natürlich alles möglich. Aber der Ball ist rund, es wird 14 Minuten gespielt und da ist alles möglich. Deswegen werden wir es dann nicht auf irgendeine Platzierung versteifen. Der Ball rollt weiter, aber nicht jeder zeigt sich mit den Teamleistungen zufrieden. Nicht gut. Was heißt das? Nicht gut. Nur meinen 13. Platz spielen wir noch mit. Wie sind die bisherigen Resultate? 0:2, 0:2, 2:2 und 6:0. 6:0 war der Sieg. Hey, gegen wen? Gegen Speisel. Und das Speisel wird auch letzter. Sie landen hinter dem Wald Bad Mauten, der Faschingsgilde und dem Kinoengel am 23. Platz. Torschützenkönig mit 10 Toren wird Fabian Unterlass vom Team Unterlass Computer, das auf dem 13. Platz landet. Der beste Tormann des Turniers war Werner Unterassinger vom Team Gasthof Zankel. Seine Mannschaft landete auf dem 6. Platz. Den 5. Platz nimmt die Zollwache ein. 4. wird die Gemeinde. Der 3. Platz geht an den pädagogischen FC der Lehrer. 2. wird die Mannschaft von Generale Frankhauser. Und der Sieg in der Gemeindemeisterschaft 2000 geht an die Gendarmerie.